ja, es hat dann schlussendlich geklappt, nochmal eingeladen zu werden. Und darüber freue ich mich sehr, weil ich wirklich dieses Jahr, also seitdem ich wieder da bin in Österreich, sehr hart an mir gearbeitet habe und an meiner Athletik, an meinem Football generell. Und was auch sehr glücklich für mich war jetzt im Nachhinein, ist, dass wir tatsächlich eine Saison hatten in Österreich. Das war, denke ich, sehr wichtig, weil ich halt ausschließlich Thailand spielen konnte, in einem sehr gewohnten Umfeld. Leider waren es eben nur 3 Spiele und nur eine gegnerische Mannschaft, aber besser als nichts. Also ich wollte unbedingt Football spielen dieses Jahr und zeigen, dass ich als Thailand, als purer Thailand am Feld stehen kann, und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. 3 Tage oder 4 Tage danach in der Nacht gekommen habe, ja, cooler Touchdown. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich Zeit habe, da nach Innsbruck zu kommen, also nach den Best of Five Series of Rise. Und ja, der Touchdown hat natürlich, also war glaube ich das Ausschlaggebende, wo sie gesagt haben, da gibt es jemanden, der uns interessieren könnte. Damals noch der Coach Lattek, der noch da war, eine sehr große Hilfe. Der hat auch immer gesagt, ja, deine Zukunft ist die Dealer. Und er hatte dann auch anscheinend recht. Wie dieses Jahr der erste Tag ausschaut, ich glaube, das wird sehr strikt sein. Also wir werden ankommen, werden getestet werden und dann in unser Hotelzimmer kommen, wo wir dann für 4 Tage bleiben, dann werden wir nochmal getestet und dann bleiben wir nochmal 3 Tage drin. Also wir haben quasi eine Woche Quarantäne. Also ich glaube, das wird nichts Besonderes, es wird kein großes Welcoming sein oder so. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, dass es kein Urlaub ist. Und das habe ich mir auch erwartet, weil warum würden sie so viel Geld ausgeben, nur damit jemand halt dann nach Florida kommt und die Sonne genießt. Und ich frage ihn halt hier wirklich jeden Tag, was habt ihr da gemacht, wie schaut das aus? Und er ist eine sehr große Hilfe. Er ist auch eine Motivation, wo ich mir denke, okay, er macht das heute und ich versuche ein bisschen mehr als er zu machen. Und das ist auch halt diese gesunde Competition, die es halt zwischen uns gibt. Da wird er wahrscheinlich dasselbe mir sagen, aber wir haben es heute alle gesehen, er kommt öfters zu spät. Und seine liebenswerteste ist, würde ich sagen, dass er ein sehr fürsorglicher oder caring Mensch ist. Seine nervigste ist auch zugleich seine lustigste, würde ich sagen. Also ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, dass er manchmal Sachen vergisst. Also das es ist... Sagt er, der den Schlüssel vergisst. Also er ist halt... Ich glaube, jeder, der das Psycho kennt, weiß halt, ich halt das Psycho ab und zu mal Sachen vergisst. Aber es ist auf eine lustige Weise halt. Also generell mal bedanken natürlich bei meiner Familie, hauptsächlich bei meiner Mutter, die eigentlich mein ganzes Leben schon auf meiner Seite steht und mich vor allem in Richtung Sport immer nicht gedrängt, aber ermutigt hat dazu, immer weiterzumachen und eben auch die Wichtigkeit dieses Themas mir verdeutlicht hat. Und deshalb hat mir das eigentlich schon mein Leben lang Spaß gemacht und war selbstverständlich für mich, dass ich eigentlich sportlich aktiv sein will. Ja, jetzt so speziell im letzten Jahr der Organisation Vikings, dass sie halt das möglich gemacht haben, dem AFBÖ eben, dass wir spielen konnten, meinen Teammates für diese tolle Saison und zu guter Letzt auch meiner Freundin, die das Ganze sehr reibungslos und ich weiß nicht, ob das viele Menschen so können, eben ich war natürlich 3 Monate weg und so und das ist natürlich nicht leicht für sie, aber sie hat das sehr positiv aufgefasst und mich eigentlich immer unterstützt, auch wenn es für sie oft wahrscheinlich schwerer als für mich war. Da bin ich sehr dankbar dafür. Coach Lattek, der mich halt in der Dealer-Gruppe embraced hat, der mich da aufgenommen hat und gemerkt hat, also ich habe nur eine Season gehabt, weil er dann in Retirement gegangen ist. Und er hat mir halt sehr geholfen in den ersten Schritten. Und dann ist der Coach Sobotka gekommen, der auch eine sehr, sehr, sehr große Hilfe war. Er liebt es nicht nur Football zu spielen, also auch damals gespielt hat, sondern er liebt auch einfach das
Football an sich selbst, das Große und das Ganze. Und ist auch ein bisschen ein Football-Junkie. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, auch so, dass wir auch manchmal Gespräche hatten, so halt abseits des Trainingsfeldes über Football und über Technik und Sachen und uns ab und zu mal Videos geschickt haben oder auch in der Früh gemeinsam trainiert haben und darüber geredet haben. So, ja, hast du das gesehen am Wochenende? Ja, und so Sachen. Das fand ich halt auch sehr, sehr gut.